Können wir auch die Aufnahme beenden? Und let's go. The Last of Us Remastered. Ich werde so verkacken. Jetzt muss ich mich wieder an einen anderen fortfahren. In der Kanalisation. Bin mal gespannt, wo wir da aufgehört haben. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Spiele Videos SSD. Okay. Ja, das Problem ist dadurch, dass... Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ja, das ist schon klar. Warte mal, ich muss erstmal gucken. Lass mal die. Augen offen halten! Ja, ist mir schon klar. Ich bin schon dabei. So. Warum sollten wir denen nicht trauen? So, wollen wir mal gucken, ob wir in dem Boot irgendwas finden. Da hat wohl jemand versucht zu angeln. Was? War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Das ist wunderbar, aber warum musst du ihr das ständig sagen? Nee, lesen muss ich den nicht. Ich würde gerne... Ups. So, ich kann etwas... Oh, Fertigungszeit. Eiltempo. Ja, mache ich mal das hier. Und ich kann was basteln. Das baue ich mal, weil das hilft mir eigentlich relativ gut. Aber eigentlich... Okay, das ist... Molly ist voll. Das ist... Das ist doch echt so eine Nase, die Ellie manchmal. Immer noch nicht, wie ich nachladen kann. Warte mal, warte mal. Ja, jetzt. Doch, Ellie, du bist hier gerade voll im Weg. Ach so. Wir haben also nur den Anhänger gefunden. Ja, müssen wir jetzt den zwei anderen folgen oder müssen wir jetzt hier unseren eigenen Weg finden? Sieht aber doch ganz gut aus. Ich habe einfach nur viel zu wenig Munition. Gut. Stimmt, die Ellie kann ja nicht schwimmen. Kann ich die Dinger sammeln? Nee, ne? Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Das ist doch schön. Hatten früher alle Boote? Nein, nur ein paar. Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sarkasmus. Es geht voran.
Was? Warum? Hey, Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Ich glaube, der Junge mag dich, Ellie. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Gut, in der Apokalypse, ne? Ein junger okay, Junge. Er trifft auf das einzige Mädchen. Ist klar, dass es bei denen vielleicht knistern könnte. Du bist dran. Komm rein. Super. So. Aber bevor es jetzt großartig losgeht und erst nochmal Pipi machen. Wer weiß, was mir da in der Kanalisation entgegenkommt. So. Wunderbar. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ich weiß. Ja, ich hab das begriffen. Kann ich nicht rennen? Komm schon. Toll. Also für PlayStation 4 Verhältnisse sieht das Wasser hier relativ gut aus. Wir sollten uns hier umsehen. Muss ich gestehen. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Okay, die sind dort. Geht natürlich nur in eine Richtung auf. Schaffst du das, Ellie? Da konnte man natürlich nicht. Da hätte sie sich natürlich nicht durchquetschen können. Danke dir. Ich glaube, wir müssen diesen Typen hier folgen. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Ich kann mit dem Band nur ein Messer und einen Dingsbums machen, aber das bringt mir in dem Sinne nichts, weil mir die Klinge fehlt. Das bedeutet, ich muss jetzt hier dieses halbe Band liegen lassen. Okay, hier haben wir gut was gefunden. Grießpulver ist voll. Ja, Rauchbombe brauche ich halt nicht so häufig, ne? Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr benutzen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel einigermaßen. Warte mal, gibt's hier unten noch irgendwas? Ne, sieht ziemlich leer aus. Mmh.
Kakerlaken, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sein sollten. Konnte ich jetzt so nicht erkennen. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Hey, vielleicht bringt das ja nichts. Wir müssen uns wohl was überlegen. Es klemmt. Da, ein Generator. Ihr bleibt da. Muss ich nur gucken, wie ich da am besten durchkomme. Mir gefällt das nicht. Komme ich doch eh nie hoch. Warte mal. Von dort darüber. Von dort dahin. Oh, so ein Pilzkroko ist klar, ne? Warte mal, kann ich hier unten irgendwas finden? Wenn ich tauche oder so? Ich komm nicht ran. Würden wir sowieso zweimal überlegen, in einer Zombie- oder pilzverseuchten Umgebung erstmal in der Kanalisation zu schwimmen. Ist mir schon klar, dass du da nicht rankommst. Die Frage ist, wie kommst du da ran? Ein Auto? Verstehe es nicht. Genau, so ein Zombie-Shark. Justin, wenn du mal einen richtig guten Film sehen willst, weil du ja so ein High-Fan bist, guck dir mal Sharknado an. Oder Sharktopus. Kannst mich später dafür knechten und kannst mich später dafür hassen. Also, scheiße. Ich will jetzt nicht sagen, konsumiert irgendwas Bewusstseinänderndes, aber diese Filme kannst du dir auch echt nicht anders da antun. So. Es gibt also keinen Hinweis. Ich weiß, dass ich da... Nee, ich bin blöd. Ich bin einfach nur doof. Ich glaube, es gibt so manche Horrorfilme, die kann man sich echt nur... Bin ich wirklich blöd? Da kann man sich nicht irgendwie langhangeln? Okay, dann bin ich doch nicht blöd. Oder vielleicht noch nicht. Hier kommt man halt auch nicht durch, ne? Dass man sagen kann, okay, da machen wir eine Tauchpassage. Auch nicht. Dass man hier vielleicht durch das Rohr geht, aber dafür ist es zu schlecht. Dafür kommt man da nicht gut genug rein. Und die anderen haben auch keine Idee, die sagen einfach nur, es klemmt. War's dann sozusagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Was zum Geier soll man da machen? Ist mir schon klar, dass ich den...
Alleine kann nicht schwimmen. Wenn da ein Zombie-Kroko kommt, der Typ ins Wasser schubsen und wegrennen. Ja, das ist schon klar. Das ist mir schon logisch. Stand clear of moving platform. Das Ding kann sich bewegen? Aber wie? Das Ding muss sich irgendwie bewegen. Kann ich das vielleicht ziehen? Ich sehe hier unten halt auch keinen Zugang oder so, wo man sagen könnte, okay, da kann ich vielleicht irgendwo durchtauchen. Oh. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. So, der bleibt bei den Kiddies. Ich sehe mich mal um, bleib wachsam, das ist mir schon klar. Wäre halt auch nichts, ne? Gucken wir mal, ob man hier oben irgendwas machen kann, weil ich glaube, da kommen wir weiter. Fehlt mir noch gar nicht. Kann ich den schon aufmachen? Oh, Scheiße. Ja! Ich bin noch ganz. Eieiei. Okay, das war also nur sozusagen sowas zum Looten. Finde ich gar nicht so schlecht, dass man da nicht immer auf zigtausend Millionen Tauschnotiz. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Was hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt? Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du was? Ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Oder er hat es nicht ganz geschafft. Ist ja auch egal. So, wir haben jetzt hier... Autsch. Lass mich raten, wir müssen das jetzt irgendwie zurückbringen, damit die Kiddies da rüberkommen. Oder wir... Wahrscheinlich dann die Ellie... Die kann dann zum Beispiel den Generator bedienen. Na los, Ellie. Na also, seh's auf. Nicht erstmal, dass wir sowas machen. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen.
nach, ob der Generator noch Saft hat. Mir geht gar nichts. So, mit dieser Plattform kommen wir wahrscheinlich jetzt alle rüber. Die zumindest. Hätten die auf mich warten können. Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Na, sag's lieber nicht laut. So, und wie komme ich jetzt raus? Achso, der hilft mir. Aber eine Sache würde ich gerne noch probieren. Hey, ich helfe dir. Ja, alles gut. Alles gut. Ich will nur gucken, ob es hier noch was gibt. Yeah. Das wollte ich doch wissen. Das wollte ich wissen. Ist die Übertragungsrate ganz okay, ja, ne? Müsste eigentlich. Ich habe das auf YouTube jetzt noch nicht veröffentlicht. Das war mir zwei beeindruckend. Wir sind schon Profis darin. Wozu kann ich jetzt hier weiter? Na! Oh, komm schon. Sorry. Bist du genug geschwommen? Ja, Entschuldigung, ich war dumm, okay? So. Haben wir schon lange kein 7 Days mehr gespielt. Aber der Zui will ja nicht mitspielen. Was mit Kai ist, weiß ich auch nicht. Ist eigentlich schon eine kleine Sünde. So. Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. House rules. Important, please read. Make sure doors are locked. Ask for password. If you don't know the visitors. A noisy play. Run to hiding spot when you hear a scream. Aha. Doppelläufige. Not bad. Die werden wir bestimmt gleich brauchen. Verbessert. Hey Sam. Das klingt gut. Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Warum kann ich hier lang? Und warum macht die Folgen mir? Tja,
wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Den Blicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Fraglich, ich weiß. Gut. Das ging mittlerweile. Hatte mich leicht überrascht. Aber hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Ja, der liegt auch schon ein bisschen länger hier. Warum kann ich denn eigentlich... Achso, ja, jetzt muss ich selbst mal gucken, wie man das wechselt. Hallo, ich würde gerne... Das ist voll, aber das hier... Nimm da... Achso, falscher Knopf. Okay. Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänge eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ah ja, hier haben sich ein paar Leute sozusagen so ein bisschen organisiert und fangen jetzt mit Regen... haben sozusagen mit Regenwasserauffangbehältern sich so ein bisschen mit Wasser versorgt. Ist eigentlich interessant, hier so klitzekleine Geschichten, ne? Ist halt natürlich jetzt blöd gelaufen, weil die uns alle entgegenkamen, aber... war lustig. Es gibt eigentlich auch mal ein Spiel, wo ich mit Days Gone wollte ich mir eigentlich auch mal gönnen. Beziehungsweise Spiel habe ich selbst, ist nicht das Problem. Problem ist halt eher, ich muss mal eine Werkbank finden. Würde mich wundern, wenn es hier keine gibt. Ah, ein Kinderzimmer. Mehr oder weniger. In der Klemme. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Oh nein. Himmel. Schade. Wir hatten hier aber eine richtig schöne kleine Base. So, das muss ich wechseln, aber ich bin eigentlich mit meinem Strahlrohr zufrieden. Kann ich irgendwas machen? Ne, ist alles voll, glaube ich. Gut. Obwohl, warte mal, hier so eine... Nein! Ich habe viel zu wenig... Na, viel zu wenig von diesen Dingern. Kamen wir von hier nicht? Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Anstelle das hier vielleicht zu versuchen freizuräumen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Anyway, kriegen wir das hoch. Also, das ist seltsam. Ja. Petertausch, kann man mal machen. Klicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg! Verschwindet! Sam, du bleibst bei ihm! Henry, wir müssen weg von hier! Pass auf ihn auf! Los! Das hättest du deinem kleinen Bruder nicht unbedingt sagen müssen. Kann ich ja nicht irgendwas machen?
schaffen das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Meinem Kleinen bleibt ja nichts anderes übrig. Warte mal, ich könnte doch theoretisch... Habe ich nicht noch irgendwo einen Bogen? Ah ne, den habe ich der Ellie gegeben, ne? Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns hier eher... durchschleichen. Na komm schon! Du weißt gar nicht, was... Oh, komm schon! Weil ich die falsche Knarre hatte? Oh, leck mir doch die Eierwand. Gib mir doch einen Zungenkuss, sei nicht so schüchtern. Ach... Wenn ich jetzt einen Bogen hätte, könnte ich die halt lautlos killen, weißt du? Das hätte man dann vielleicht machen können. Obwohl, ich könnte versuchen, sowas zu machen. Oh, komm schon! Perfekt! Warum? Was ist das denn für eine... Man kann sich ja kaum bewegen, ey. Wie dumm ist das denn? Du wirst halt auch sofort gesehen, ne? Doch scheiße, Mann. Leck mir doch die Rosette wund. Verdammte Fotzenficker. Eigentlich mal gucken. Die denn alle her? Ach, komm schon! Warum kommen die auf... Ja.